Heute geht's ans Wasser. Wir verwenden den Futterkorb, die Futtermische und unsere Fiederruten. Also los geht's. Wir brauchen als erstes natürlich den Futterkorb. Und wo finden wir den? Wir brauchen den Futterkorb hier aus dem Angelgeschäft unter Rig-Komponenten, Futterkörbe, klassisch. Und da gönnen wir uns mal so einen ungefähr 30 Gramm schweren. Wir wollen ja nicht so ganz weit rauswerfen. Wir brauchen nur so ein paar Meter weit rauswerfen in den ersten Gewässern. Und das reicht da gänzlich. Also, den dreimal gekauft. Wenn wir den gekauft haben, geht es dann los zum ersten Spot. Und das ist einer der bekanntesten Spots am Moskitosee, wenn es darum geht, auf Giebel und Karauschen zu angeln. Und das ist er hier schon. Und wir rüsten dann unser Setup erstmal aus. Und dafür müssen wir den Futterkorb da jetzt erstmal dran tüdeln. Wie das funktioniert, zeige ich dir jetzt. Das heißt, wir öffnen mit V unsere Rute, wenn wir sie schon in der Hand haben. Andernfalls gehen wir natürlich mit der I-Taste in das Set einzeln hier rein. Und dann haben wir hier die Möglichkeit, das Blei zu tauschen gegen einen Futterkorb. Zack. Wenn er dann ausgerüstet ist, tun wir da natürlich auch schon die Futtermische rein. In dem Fall ist es jetzt hier Giebel- und Karauschenmische, die wir verwenden. Denn wir wollen Giebel- und Karauschenangeln machen. Das macht hier an der Stelle immer wieder Sinn. Das ist richtig gut hier an dem Spot. Und das restliche Setup habe ich auch schon so zusammengebaut, dass wir hier richtig schön dicke Brocken fangen. Das heißt, ich habe hier einen, entweder einen Vierer oder sogar einen Einserhaken groß verwendet. Denn wir wollen, wie gesagt, die richtig dicken Brocken. Ich hoffe, die ballern hier rein. Dazu verwenden wir einfach nur Weißbrot. Ja, und Köder und Futtermische. Das Thema hatten wir bereits im letzten Video. Bedeutet also für dich, wenn du das verpasst hast, einfach mal in der Playlist gucken. Das letzte Video ging genau darum, wie macht man die Futtermische, bis wohin skillt man im Anfängerbereich und wie macht man dann auch hier Fortschritte bei den Ködern. Das sind so die wichtigsten Basics dazu. Heute dann, wie gesagt, in der Anwendung. Ab geht es. Wir haben das jetzt hier kombiniert. Das heißt Futtermische und Köder auf der Rute. Und das werfen wir jetzt hier aus. Das heißt, wir suchen uns jetzt hier eine Stelle, wo wir anfüttern wollen. Futtermische ist schon ein bisschen speziell. Auch dazu braucht man natürlich ein bisschen mehr Infos. Futtermische, wenn wir hier mal Rechtsklick auf Detail gehen, hat zum Beispiel eine Haltbarkeit. Wie lange wirkt es im Wasser auf die Fische? 16 Stunden jetzt hier diese hergestellte Futtermische. Das ist unterschiedlich von Futtermische zu Futtermische. Das heißt, also die Komponenten, die da drin sind, bewirken die Dauer der Haltbarkeit hier quasi der Futtermische. Also mit dem Hintergedanken, dass das 16 Stunden lang hält, müssen wir uns dann überlegen, wie viel Futtermische hauen wir denn dann rein an so einen Spot. Denn wir wollen ja nicht, dass die Fische das Futter auffressen. Wir wollen ja, dass die unsere Köder fressen. Bedeutet, einen Spot kann man überfüttern. Und das wollen wir natürlich absolut nicht. Um das zu vermeiden, schmeißen wir für den Anfang maximal 10 Bällchen Futtermische rein für diese normalen Fische. Später, ab Level 12, gibt es sowas wie zum Beispiel die Brasse. Die frisst unentwegt und alles auf. Da kann man immer wieder Futtermische nachwerfen. Aber im Normalfall für einen normalen Fisch und an normalen Spots 10 Bällchen. Dann machen wir eine Pause und dann kann man vielleicht so nach 6-7 Stunden nochmal ein bisschen nachfüttern und dann alle paar Stunden mal so ein paar Bällchen reinwerfen. Aber immer aufpassen, dass es nicht zu viel auf einmal ist. Ja, wir verwenden jetzt die Fiederrute, stellen hier natürlich einen Clip ein. Das machen wir mit der gedrückten Steuerungstaste und dann mit Plus und Minus. In dem Fall würde ich sagen, reichen hier glaube ich sogar 6 Meter. Und dann mit der linken Maustaste aufladen, auswerfen. Zack, es hat kurz geruckt. Wir lassen das runtersinken. Stellen die Bremse natürlich wieder ein bisschen runter. Wir wollen erstmal locker reingehen. Mit Y machen wir noch den Clip, den Bügel zu. Und es zuppelt und es bimmelt. So, die erste Futtermische ist drin. Ich werfe jetzt hier auf 6 Meter die beiden anderen Ruten, die genauso zusammengebaut sind, auch noch aus. Zack, die nächste Rute.
Bügel zu, Bremse runter. Jawohl. Und mit der dritten Rute auf 6 Meter Clip werfe ich jetzt. Zack. Jetzt haben wir 3 Futtermischen drin. Dann haben wir hier 4 Futtermischen drin. Das wäre jetzt halt eine Möglichkeit. 5 Futtermischen. Vorteil ist, wenn wir das jetzt so einstellen, ich weiß, wir haben jetzt hier genau, also jetzt, zack, 6 Futtermischen drin. Und Bügel zu, halt, Bremse noch ein bisschen korrigieren. So, Bügel zu, straff gezogen. An dem Spot sind jetzt 6 Futtermische drin, genau alle auf 6 Meter Entfernung, genau an der gleichen Stelle, weil Futtermische hat einen Radius von 2,5 Metern. An dem Punkt, wo es einschlägt, 2,5 Meter Radius, bedeutet also, in diesem Bereich ist jetzt hier alles aktiv mit der Futtermische. Wir können das natürlich auch noch mit gedrückter U-Taste auswählen, das Futter. Das heißt, wir halten U gedrückt, markieren das und haben das dann hier in der Hand und müssen dann allerdings so ein bisschen abschätzen, wie weit wir denn aufladen. Jetzt war ich gerade so auf 50%, das passt, glaube ich, gerade ganz gut. Oder knapp unter 50. Und noch eine weitere und dann haben wir 10 Stück am Spot. Mit Backspace haben wir das wieder weggesteckt und dann kann es losgehen. Wir warten dann quasi jetzt auf unsere Karauschen. Was bewirkt jetzt so eine Futtermische an so einem Spot? Manche Fische werden dadurch getriggert, das heißt, man hebt dadurch die Wahrscheinlichkeit, dass diese Fische beißen. Andere werden dadurch eher verschreckt. Man senkt dadurch die Wahrscheinlichkeit ab, dass diese Fische dann wiederum beißen. Also es ist immer so ein bisschen ein Geben und ein Nehmen. Manche Fische werden eher gepusht an so einem Spot und manche werden eher reduziert. Wenn wir doch jetzt 10 Bällchen ausgeworfen haben und wir haben an all den Routen immer noch Futtermische dran, ja, dann würden wir ja automatisch bei jedem neuen Auswerfen immer mehr Futter reinschmeißen. Das können wir natürlich verhindern, indem wir hier dann die Futtermische mit dem X einfach rausnehmen, zack, entfernen drücken. Das heißt, wir sparen uns zum einen die Futtermische und zum anderen überfüttern wir den Spot nicht. Ein überfütterter Spot braucht Real Lifetime, braucht das ungefähr 2 Stunden, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr, bis der sich regeneriert hat. Und erst dann kann man da wieder an so einen Spot gehen und es erneut versuchen. Was man natürlich auch noch testen muss, ist, passt das überhaupt mit dem Futter in Kombination mit dem Köder? Da sind wir dann natürlich gefragt, wir müssen rumprobieren. Heißt also, ob das jetzt gerade mit dem Brot das Richtige ist oder vielleicht eher der Regenwurm. Das ist jetzt hier unser Part. Wir müssen das testen und ausprobieren, auf welchen Köder denn jetzt die Fische Bock haben. Ja, und auch das ist natürlich wichtig, wenn man an einem Spot ist und auch wenn man Futter reingeschmissen hat und es beißt nichts, egal was man getestet hat, heißt es, den Spot zu wechseln. Zack, Spot gewechselt. Eine andere klassische Stelle hier am Moskitosee. Einfach hier vorne mal geschaut. Und auf 52, 87 hier direkt am Anleger bimmelt es gerade direkt los. Da kann man auch manchmal nichts machen. Es ist halt auch wetterabhängig und locationabhängig. Zack, erster kleiner Fisch. Auch hier hatte ich gerade noch getestet auf einen kleineren Haken. Ob das funktioniert, ich gehe jetzt wieder zurück auf den Einserhaken. Aber wenn selbst auf kleinen Haken an dem alten Spot gar nichts funktioniert, dann ist das natürlich wirklich ein Zeichen dafür, dass da gerade nichts geht. Heißt also aktiv sein. Den Spot hatte ich mir jetzt gerade nochmal rausgesucht aus unserem internen Discord. Der Link zum Discord auch unten unterm Video. Da einfach mal reinschauen, da gibt es jede Menge erfahrene Angler, die da ihre Spots und ihr Wissen mit dir teilen. Ja, so soll das natürlich abgehen. Es soll zuppeln an allen Ecken und Kanten. Und ich glaube, ja, hier ist auch schon was dran. Und wir ziehen mal ein wenig hier ran. Was haben wir denn hier? Giebel. Dicke, fette Giebel. Jawohl. Schön. So soll das sein. Giebel und Karauschen. Das sind die Fische, mit denen man am Anfang richtig gut eben auch seine Grundangelskills nach oben pushen kann. Denn die Frequenz ist einfach immer wieder gut.
Ja, und auch das nochmal eben alles zusammengefasst. Man wählt quasi in der Route eine Montageart aus. Das bedeutet, die Grundmontage, die Paternostermontage oder die Inline- oder Schlaufmontage. Diese vier Montagearten sind quasi geeignet für den Futterkorb. Ich bin jetzt zurzeit auf der Paternostermontage, weil ich die schon freigeschaltet habe hier im Grundangeln. Danach verwendet man natürlich hochwertiges Angelfutter, wie auch schon in den anderen Tutorials gesagt, Angelfuttermische mit 5 investierten Punkten. Ganz wichtig, damit die Qualität des Futters gut ist. Und man füttert einen Spot an, entweder mit dem Clip, mit dem Schnurclip und dem Futter 10 Bällchen an einem Spot oder eben manuell reingeschmissen. Und da natürlich auch wieder wichtig, wenn ein Spot nicht funktioniert, Spot wechseln, neu anfüttern die Stelle und dann die Fische natürlich suchen. Auch eine wichtige Information, verschiedene Futtermischen an einem Spot überschreiben sich. Das heißt, wenn du hier an der Stelle auf einmal Lust hast und sagst, ich will jetzt auf einmal Rotaugen angeln, schmeißt hier wieder 10 Bällchen rein, hast du dann natürlich den Spot auf Rotauge getrimmt. Denk aber dran, du hast wieder 10 Bällchen drin, die den Pegel des Überfütterns kontinuierlich nach oben pushen. Bedeutet, du hast auf einmal 20 Futterbällchen schon an einem Spot. Innerhalb von kurzer Zeit kann das direkt zur Überfütterung führen. Das waren jetzt erstmal die Basics zum Angeln mit den Fiederruten, mit dem Futterkorb und der Futtermische. Wenn das Ganze geholfen hat, gerne den Kanal abonnieren, wenn nicht schon geschehen. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Tutorial-Videos oder im Livestream auf Twitch, montags, mittwochs und freitags immer um 19 Uhr. Petri.